So, liebe Triathlon-Freunde, es ist soweit. Der schönste Teil einer Rennwoche. Naja, fast der schönste. Aber bevor es zum Race Day geht, gehen wir natürlich in die Wechselzone. Eine neue WM-Location, eine neue Wechselzone. Haben wir noch nicht gesehen hier in Nizza. Und deswegen drehen wir jetzt mal eine Runde, was wir hier so Schönes finden. Was man schon mal vorwegschicken kann. Die Vernunft hat Einzug gezogen. Ich habe ja gedacht, wir sehen hier fast ausschließlich Triathlon-Maschinen. Aber nein, es ist jede Menge Rennräder am Start. Teilweise mit Aufliegern, teilweise ohne. Das sind offensichtlich Age-Grouper, die sich gedacht haben, viel bergauf, viel bergab, fahre ich doch einfach mit meinem Rennrad. Sind auch ein paar Highlights dabei. Gucken wir mal. Einmal muss ich. Es ist zwar Nizza und nicht Hawaii, aber Humu Humu Nuku Nuku Apu Aa ist auch da. Oder wie Jens Neubert immer so schön sagt, das Fischrad. Wenn wir schon mal in Frankreich sind, dann starten wir doch gleich mal mit einem original französischen Klassiker. Die Firma Look, eine stolze Firma, sehr, sehr stolz darauf, Carbonfertigung in Frankreich und auch in Marokko eigene Firma, also wenig Fernost, alles französische Handarbeit und schon immer bekannt für Innovationen, die immer ein bisschen anders waren als bei anderen Dings. Und wir sehen das gerade hier, der kleine Finger. Genau so breit ist nämlich das Oberrohr. Und ich sag mal aus eigener Erfahrung, man muss sein Rad schon im Griff haben, weil richtig, richtig doll stabil fühlt sich das nicht an. Aber schnell und aerodynamisch. Und wie gesagt, der Vorbau hier, höhenverstellbarer Vorbau, um das Cockpit perfekt einstellen zu können, da waren die Jungs von Look schon ganz, ganz, ganz früh am Start. Also, interessante Karre. Wisst ihr noch, was Anne Haug passiert ist in Singapur, als der Schlauch sich gelöst hat und sich auf einmal im Hinterrad verwickelt hat? Das hat vielleicht auch dieser Teilnehmer mitgekriegt und hat gesagt, das darf auf keinen Fall passieren. Also, Safety first, alles festgeklebt. Klar, Aero ist nicht everything hier auf diesem Kurs, aber man muss natürlich, wenn man will und alles geben will, dann muss man auch ein bisschen kreativ werden, um an seinem Rad hier ein bisschen was zu tun. Sehen wir hier auch, ne? Also, wenn alle Profis Carbon-Cockpits kriegen und man selber keins hat, aber man möchte das trotzdem dicht haben, so um die Flasche rum. Klebeband. And now, ladies and gentlemen, it's time for gold. Die Folie hat schon ein bisschen gelitten, aber für Bling Bling reicht's immer noch. Mit Drehwurm nachher, immer rauf und runter. Oh, wenn wir vorhin das Fischrad hatten, haben wir jetzt das Kaffeerad. Frodissimo Edition. Vor der 73 WM hätte vielleicht noch der eine oder andere gesagt, hä, was ist das denn für ein komisches Fahrrad? Sieht ja ganz anders aus als alle anderen. Aber spätestens seit Rico Bogen damit sich zum Weltmeistertitel katapultiert, wollte ich sagen, hat, ist Q-Cycle, glaube ich, vielen ein Begriff, denn man hat es genau gesehen, das Rad sieht einfach anders aus. Und warum ist das so? Weil es auf Maß gefertigt wird. Also, bevor man sich dieses Rad kauft, geht man durch einen umfangreichen Fitting-Prozess und dann wird genau festgestellt, was man braucht und erst dann wird das Rad erstellt. Ist halt ungewöhnlich in der Carbon-Welt, in der wir heute unterwegs sind, und wenn man sich schon ein Rad auf Maß machen lässt, dann kann man natürlich auch bei den Farben ein bisschen Gas geben. Gefällt mir. Thank you.
Haben offenbar noch mehr Leute 73 WM geguckt. Einmal oldschool. Das Plasma wird ja vielleicht am Renntag eine Rolle spielen. Nennt es das Rad von Magnus Ditlev, von Peter Hemmerich. Das sind natürlich Leute, die auf dem Rad richtig Gas geben. Hier haben wir ein Plasma. Das ist schon ein bisschen älter. Es ist eine vorige Generation. Also ich weiß gar nicht, ob die da schon Nummern hatten überhaupt. Also mittlerweile sind wir bei der 6. Generation. Ich kann gar nicht sagen, aus welcher das stammt. Aber was man schon sehen kann, ist natürlich Felgenbremsen. Richtig oldschool. Hier klebt der Schlauchreifen noch dahinter. Also das ist wirklich, wirklich oldschool. Und immer wenn ich Schlauchreifen hinter den Flaschenhaltern geklebt sehe, kreuze ich die Finger und drücke die Daumen, dass kein Platten sich entwickelt. Denn das muss man schon können. Aber wer so an den Start geht, der weiß, was er tut. Und irgendwie ist es ja auch cool, wenn das alte Material noch richtig zu einer WM gebracht wird. Oh, hier, interessant. Die Firma Specialized war mal ganz, ganz dick im Triathlon. Hat sich jetzt ein bisschen zurückgezogen. Paula Finlay fährt noch Specialized, aber Lucy Charles Barclay war früher unterwegs, hat hier das, diese Variante des Schiffs gefahren. War so die, ich würde sagen, prominenteste Fahrerin auf diesem Rad. Aber bevor das Schiff kam, auch in den Varianten, die es dann davor schon gab, gab es das Transition von Specialized. Das ist nämlich ein paar Jahre vorher. Da sahen Zeitfahrräder noch so aus. Also hier auch ein krasser Generationswechsel und dann auch natürlich der Namenswechsel. Aber so ist die Entwicklung gewesen. Six, 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 number of the beast. Also hier, Iron Maiden am Start. Ich habe vergessen, wie das Monster heißt. Shame on me. Eddie, glaube ich. Ich bin ganz schwach. Ich glaube, ich brauche was zu essen. Ich weiß, ich habe irgendwie so Appetit auf. Ja, was eigentlich? Ich komme nicht drauf. Ich weiß es nicht. Lass uns erstmal weitergehen. Vielleicht fällt es mir später ein. Spannend. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube, hier haben wir es mit einem Kämpfer zu tun, der dieses Rad hat. Team Red 4 Org, wir mögen das googeln, aber dieser Mann hat erstmal nicht seine erste Ironman WM vor der Brust, wenn man hier dem Lenkeraufkleber glauben mag. Und es scheint, wie gesagt, ein Kämpfer zu sein, denn hinten auf seiner Kettenstrebe steht SEAL Legacy Foundation, Navy SEAL Foundation, also offenbar jemand mit Kampfgeist. Sind überall auf einmal. Hier, ein Tri-Rig. Tri-Rig ist so eine Tüftlerschmiede, bekannt bei Triathleten. Die machen Bremsen, Armschalen, alles Mögliche. Und sie haben eben auch einen Rahmen gemacht. Sieht man relativ selten, den Omni. Ist halt, war schon ganz, ganz früh auf One-By zum Beispiel ausgelegt. Wobei der das jetzt hier gerade nicht fährt, sehe ich gerade, sondern jetzt hier da das Zweifachkettenblatt. Aber ja, das war so die Idee am Anfang. Einfach alles weglassen, was man nicht braucht. Unterrohr zum Beispiel. Und alles auf Aero und alles auf kleine Schmiedeteile. Spannendes Rad, sieht man wirklich selten. Andreas Niedrig hat sein Rad auch schon eingecheckt, unser Gast in unserer Show. Sehr, sehr sehenswert, wer die Folge noch nicht gesehen hat. Einfach nochmal draufklicken heute Abend und dann morgen Daumen drücken für Andreas.
Erst habe ich im Vorbeigehen gedacht, was ist das denn für eine komische Armschale? Aber dann ist es mir gedämmert und ich vermute es ganz stark, dass das wahrscheinlich für eine Prothese gedacht ist. Also nicht wie bei Jan Frodeno der Monogriff als Lösung, um das zusammenzukriegen, sondern hier offensichtlich ja, eine sehr, sehr spezielle und sehr, sehr maßgefertigte Lösung. Auch hinten raus eine Flosse aus Carbon, hinten nochmal, wo die, ja, wo alles drin ist, was man braucht, wenn man eine Panne hat. Auf jeden Fall sehr, sehr findig. Und hoffentlich auch schnell. Meine Frau muss mal eben kurz weghören. Ich habe mich nämlich verliebt hier an der Côte d'Azur. Ich zeige euch. In dieses Fahrrad. Okay, wer mich kennt, der weiß, ich habe eine Schwäche für Titan. Ich kann es nicht ändern, es ist einfach so. Und an diesem Rad stimmt einfach alles. Also, wir haben hier Moods aus Steamboat Springs, handgefertigte Titanrahmen, Schweißnähte, die auch im Louvre ausgestellt werden können als Meisterwerke. Und wir haben Chris King Steuersatz, wir haben eine Dura-Ace DA2 dran, also vom Feinsten. Wir haben Lightweight-Laufräder, handgearbeitet in Deutschland. Ja, mehr geht einfach nicht. Und das Ganze dann auch noch lackiert, das ist halt so, mehr Understatement kannst du eigentlich schon fast nicht machen. Ich meine, Titan zu fahren ist natürlich, da sagen auch viele so, ja, das muss man auch sehen, dass das Titan ist und da kommt überhaupt gar kein Lack drauf und dann ist es auch nochmal schwerer und so. Nein, hier wurde gesagt, da muss noch ein bisschen was drüber. Also, großartiges Fahrrad. Ich verneige mich vor diesem Herrn, der das fährt und der das zusammengestellt hat und der das hier über den WM-Kurs bewegen wird und... Neid ist eine ganz schlechte Eigenschaft, aber wenn man mal neidisch sein darf, dann auf so ein Fahrrad. Ah! Und wenn wir jetzt vorhin die Rennrad-Variante gesehen haben, sehen wir hier jetzt mal original Zeitfahrmaterial. Auch in den Good Old Times auf Hawaii, von vielen großen Stars auch bewegt. Lightspeed, immer schon eine Marke gewesen, die eben so Aero-Profile auch schon gemacht hat aus Titan. Und das Blade ist auch schon so ein, fast schon ein Klassiker, muss man sagen. Und wenn man so ein Rad hat, dann hat man das wirklich für sein ganzes Leben. Denn das ist im Prinzip, wenn es denn nicht reißt irgendwo, nicht kaputt zu kriegen. Titan ist halt das Material, was einfach alles überdauert. Und einfach auch, ja, wo soll das denn noch hinführen? Ich meine, wenn man sowas hat, dann fährt man das einfach, bis man nicht mehr fährt. Ich bin Fan. Sorry. Eins hatte ich noch gesehen. Ist es? Muss mal zurück. Okay, hier haben wir noch einen, ich kann es nicht so richtig einschätzen, aber Botschaften sind sehr machtvoll manchmal. Wenn man das richtig verknüpft miteinander, dann kann das, was man so auf seinem Rad hat, auf jeden Fall Kraft geben. Und hier hat sich jemand richtig ausgetaubt auf seinem Diamond. Texas steht dort und wir sehen Kreuze, das Kreuz, give me strength. Mom und Dad sind verewigt. Ich hoffe, dass das nicht für was Schlimmes steht und für ein schlimmes Ereignis, aber ich hoffe, dass es Kraft gibt, wenn es hier über die Strecke geht. Ist auf jeden Fall von vorne bis hinten durchgezogen. Was man unabhängig von der Botschaft hier noch sehen kann, ist, dass auf jeden Fall dieser Teilnehmer sich auch Gedanken über den Kurs gemacht hat. Denn wenn man hinten mal auf die Kassette guckt, da wird richtig aufgefahren. Also, es ist eigentlich eine Mountainbike-Kassette, aber mit Vollgas, was das Ritzelpaket hergibt. Also damit kommt man auf jeden Fall jeden Berg hoch. Und bevor sie uns jetzt gleich rausschmeißen, bevor es jetzt alles zumacht, machen wir jetzt noch einen schnellen Schuh und gucken mal zu den Rädern der Profis. So, und jetzt kommen wir natürlich ins Allerheiligste, der Bereich der Profiräder. Da dürfen wir auch nicht ganz so nah ran, alles abgeschirmt hier durch den Zaun, aber wir können hier mal rüber gucken. Also fangen wir hier an, hier vorne ist immer abwechselnd aufgestellt, das Rad von Patrick Lange. Eigentlich schon bekannt, so in der Ausführung, wie wir es kennen, aber wenn ich es richtig sehe, hat auch Patrick noch mal ein bisschen Hand angelegt, hat hier Carbonblätter vorne, auch sicherlich,
auch wenn er es nicht nötig hat, nochmal geguckt, dass sämtliches Gewicht, was man auf irgendwie, von dem man sich trennen kann, ja, von dem, dass man sich auch davon trennt, hat einen Aerotan-Reifen drauf, auf dem Aerotan steht. Sieht für mich nach was Neuem aus. Bin gespannt, was da so auftaucht. Aber wahrscheinlich ist es einfach das gleiche TPU-Material auch enthalten, was in den Schläuchen drin ist. Gefährliches Halbwissen hier an dieser Stelle. Aber wenn sie schon Aerotan auf den Reifen draufschreiben, wird was auch dran sein. Also ansonsten das Rad von Patrick Lange mehr oder weniger so, wie wir es kennen. Bei Joe Skipper, der Mann mit der Nummer 5, ist immer was zu gucken. Wir haben das ja schon gesehen hier mit seinen Flaschen, die da montiert werden. Ich bin mir nicht sicher, ob er sie erst morgen montiert oder ob er sie weglässt. Aber wenn man sich das Cockpit anguckt, dann ist da auf jeden Fall viel Custom. Die Arme ganz eng zusammen mit diesem schmalen Dom in der Mitte und eben die Armschalen richtig drumherum. Und wie gesagt, das wird manchmal noch durch Flaschen dicht gemacht. Vorne und unten an den Griffen kann man ganz gut sehen, es glitzert so ein bisschen in der Sonne. Das ist einfach Grip Tape. Kennt man vom Skateboardfahren. Das ist einfach, um einen ganz, ganz festen Halt zu haben. Obacht, keine gute Idee, sich das auf den Sattel zu tun. Das hat, glaube ich, Tony Martin mal gemacht. Und es gibt Bilder, kann man googeln, mit sehr blutigen Resultaten. Also, Finger weg vom Sattel, aber vorne am Lenker, keine schlechte Idee, damit man das alles fest im Griff hat. Kommen wir zum Mann mit der Nummer 7, Magnus Ditlev. Der vielleicht stärkste Radfahrer im Feld. Das sagen zumindest seine Kollegen und seine Konkurrenten. Und der stärkste Radfahrer im Feld hat sich für dieses Rennen ja gleich mehrere Sachen einfallen lassen. Also was auf den ersten Blick schon mal auffällt, ist, dass dieses Rad komplett gewichtsoptimiert ist. Kein Lack mehr drauf. Also das Scott Plasma, normalerweise in einem krassen grünen Effektlack. Bei ihm auch jetzt, haben wir es schon gesehen, mit einer blauen Lackierung, alles neu, alles weg. Alles gestrippt, alles runter, weil Lack ist Gewicht. Wir reden da tatsächlich von mehreren hundert Gramm auf so einem großen Rahmen. Und man kann auch hinten sehen, die Boxen, die es gibt, diese kleine ja, Verkleidung, würde ich es mal nennen, für die Sattelstütze, zu der wir gleich noch kommen. Das ist alles nicht Serie, beziehungsweise wenn es Serie ist, ist da auch der Lack runtergeschrubbelt. Und ja, kommen wir doch mal zur Sattelstütze. Magnus Ditlev hat es im Interview bei uns erklärt, ist ein ganz altes Prinzip aus dem Mountainbike-Bereich, um einfach den Schwerpunkt auf Downhills zu verlagern, um weiter runterzukommen. Denn Supertuck ist verboten, man darf nicht mehr mit dem Hintern Richtung hinter den Sattel oder vor den Sattel gehen, der muss halt da sein, wo er vorgesehen ist. Und um da jetzt noch einfach mal diese enorme Sitzhöhe, die Magnus Ditlev bei seiner Größe hat, um den Schwerpunkt weiter runterzubringen in der Abfahrt, hat er eben diese runde Sattelstütze sich eine Konstruktion bauen lassen, das haben sie sich einfallen lassen, mit der er auf Knopfdruck die Sattelstütze versenken kann. Das heißt, der Schwerpunkt geht runter. Das Ganze läuft elektrisch, man kann es auch sehen, hinten ist von RockShox, das gehört zu seinem, gehört zu SRAM. Man sieht es auch, es ist ein SRAM-Akku drin. Das ist einfach ein elektronisches, ja, ein Gimmick, was eben auf Knopfdruck angesteuert werden kann, um die Sattelstütze zu versenken. Ansonsten, ja, wenn wir hinten rauf gucken auf seine Übersetzung, dann ist da eben das, worüber alle gesprochen haben und alle gedacht haben am Anfang, das kann nur ein schlechter Scherz sein. Aber Magnus Ditlev weiß, was er kann, hat er zu uns gesagt. Und er kann offensichtlich sein riesiges Monoblatt fahren. Keine Angst vor großen Gängen, aber auch hinten dann eine relativ breite Range, die er dann auf seiner Kassette hat. Und es ist einfach so auch, was man nicht vergessen darf, ist, was dahinter steckt, hinter diesen großen Monoblättern, dass man nicht immer auf dem kleinsten Gang, hinten auf dem kleinsten Ritzel bleiben will, sondern es ist dafür gedacht, dass man halt eine gerade Kettenlinie fahren kann, sprich ein paar Gänge weiter hochschaltet, um da eben einen smoothen Übergang zu haben. Ansonsten, ja, braucht man da nicht mehr viel zu sagen. Das Rad ist einfach eine Erscheinung bei der Größe. Das Cockpit ist, ja, custom as custom can be und sehr, sehr hoch angelegt, damit es trotzdem noch, ja, bei seiner Größe eine vernünftige Aero-Position zustande kommt. Braden Curry ist hier unterwegs mit dem Track, ach Quatsch, mit dem Track, mit dem Feld, was da auch Daniela Rief fährt, was sie jetzt zur Weltbestzeit getragen hat. Auch hier kann man sehen, da ist auch kein Lack mehr drauf. Das, was man, oder nur noch eine Schicht Klarlack, aber keine weiße Farbe oder so. Und diese Wabenstruktur, das ist ein besonderes Carbonmaterial, was benutzt wird, Textrin, das ja an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen kann. Feld nutzt das teilweise eben für weite Rahmenteile. Man kann auch andere Bereiche sehen, wo es nicht genutzt wird. Ja, hat was Konstruktives. Ich bin kein Konstrukteur, kann nicht genau sagen, wann man es einsetzen würde und wann nicht. Aber dadurch, dass kein Lack drauf ist, kann man es auf jeden Fall sehen.
Ansonsten, ja, hier noch interessant, Christian Höhenhauck hat uns sein Rad detailliert erklärt in seinem Interview. Da kann man auch noch mal reingucken. Spannend finde ich, dass er eben halt diese neue Speedmaschine fährt, die jetzt irgendwie seit wenigen Tagen auf dem Markt ist oder auf dem Markt kommt jetzt. Weg vom Prototyp, mit dem wir ihn noch in Hamburg gesehen haben. Jetzt eben auf dem in Anführungszeichen Serienmodell. Denn wenn wir vorne zum Cockpit gucken, dann sehen wir, dass ja, sich so ein kleiner Trend durchsetzt. Alle Profis wollen irgendwie lang sitzen, hat man das Gefühl. Und damit er möglichst lang sitzen kann, gab es tatsächlich nochmal einen extra Spacer, um vor den Lenker zu kommen. Sein Lenker hat auch nochmal mehr Biegung nach vorne, dass er wirklich so weit wie möglich irgendwie seine Sitzposition lang machen kann, weil er sagt, dadurch mit den schmalen Schultern bekommt er halt einfach diesen Shoulder Shrug quasi ja, frei Haus mitgeliefert. Genau, dann haben wir hier die deutschen Kandidaten genau nebeneinander. Franz Löschke, noch nicht eingecheckt. Viertelstunde hat er noch. Und daneben Jonas Hoffmann vom Team Race Extract. Interessantes Rad von einem deutschen Anbieter. Preis-Leistungs-Granate haben wir schon mal im Test gehabt. Die Vorversion hier jetzt in der Disc-Variante. Bin sehr gespannt, wofür es am Ende für den fantastischen Läufer Jonas Hoffmann hier bei seiner ersten WM reichen wird. So, vorhin mit viel Jubel hier sind die Franzosen beim Einchecken hier begrüßt worden. Und während hier gerade Franz Löschke sein Rad reinschiebt und doch noch rechtzeitig eingecheckt hat, Gott sei Dank, stellen wir fest, dass hier auf jeden Fall noch zwei Franzosen fehlen. Clément Mignon, Léon Chevalier noch nicht da, aber Sam Laidlaw ist da. Und jetzt haben wir gleich eine interessante Konstellation, denn Sam Laidlaw steht genau neben Jan Frodeno. Das könnte natürlich im Rennen eine spannende Konstellation geben. Beide herausragende Schwimmer und vielleicht stehen die hier auch genau zeitgleich neben ihren Rädern, um aufzuspringen. Da sind wir schon mal sehr gespannt. Aber wenn wir jetzt hier gucken auf die Räder, da können wir schon mal sehen, ja, beides Canyon, aber beides ja, mit einigen Features, die dann doch eben unterschiedlich sind. Also bei Sam Laidlaw kann man hier vorne sehen, auch da Custom Cockpit von unten zugemacht. Auch hier eine sehr lange Sitzposition. Man sieht das, ne? Es reicht der gedacht Vorbau, geht halt sehr, sehr weit nach vorne. Und ansonsten, ja, auch da sind die Profis halt auch wie die Age-Gruppe auch. Gibt es eine kleine Erinnerung vorne auf dem Oberrohr, wann man wahrscheinlich Verpflegung zu sich nehmen muss. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sehe dann Herz. Möglicherweise. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kann es nicht erkennen, die Augen werden älter. Aber was ich noch erkennen kann, ist hier vorne der, ich sag mal in Anführungszeichen, Flaschenhalter hinter dem Sattel. Diese Konstruktion oder eine ähnliche haben wir bei Jan Frodeno in Hamburg gesehen. Also es wird quasi der Flaschenhalter, der ja normalerweise an der Sattelstütze befestigt ist, nochmal auf eine, ja, sagen wir es ruhig wie es ist, auf eine Aeroflosse montiert. Ja? Und man darf natürlich keine Aero-Teile einfach so ranmontieren, Spoiler und sowas, alles verboten, aber das ist ja auch kein Spoiler. Das ist ein Sattel, wie nennt man es, ein Flaschenhalter hinter dem Sattel. Also, hier wird mit allen Aero-Tricks gearbeitet. Und wenn wir rübergehen zu Jan Frodeno, dann können wir sehen, dass Jan Frodeno sich dagegen entschieden hat in diesem Fall. Ja, das werden wir sehen, was da die bessere Lösung ist. Man muss schon sagen, dass diese ausladenden Teile natürlich dazu neigen, wenn da Gewicht drin ist in der Flasche und bei den ganzen Speedbumps, die wir haben, schon ein gewisses Risiko bieten können, dass das eben dann doch durch die Kräfte abreißt. Aber ja, wie gesagt, Sam Laidlaw setzt da drauf, Jan Frodeno hat sich dagegen entschieden. Und ansonsten haben wir ja schon viel über Jan Frodenos Rad gesprochen. Es ist eigentlich im Prinzip bekannt, kann man bei uns auch noch mal gucken. Die Replika ist mittlerweile im Handel. Die ist sehr, sehr nah dran am Original, wie er das in Hamburg gefahren hat. Hier haben wir jetzt allerdings dann doch noch ein paar Feinheiten, denn auch Jan Frodeno hat gesagt, selbst wenn ich jetzt nicht auf den Lack verzichte, der soll so sein, das ist mein Motto, das ist sein Moonshot, den er hier abschießen will, hat er aber trotzdem, sind sie hingegangen und haben alle Rahmen, die es gab in der Größe, gewogen, um einfach zu sagen,
Wir wollen auf jeden Fall sicher gehen, dass wir den leichtesten Rahmen im Programm haben. Das Gleiche wurde beim Cockpit gemacht. Und Jan Frodeno hat ja ein Spezialcockpit. Wir sehen das nochmal. Vorne hat er ja diesen Monogriff und diese Armschalen, in denen er drinnen liegt. Auch da wurde nochmal Hand angelegt. Das Prinzip ist zwar dasselbe, aber dieser Aufbau in der Mitte, durch den der Schlauch läuft, der ist nochmal aus einem anderen Material. Hier wurde nochmal Gewicht gespart. Die Schalen wurden nochmal leichter gefertigt aus einer Wabenstruktur. Und was man da sieht, wo der Schlauch drinnen klebt, ist dieser Spacer. Ist nicht der Spacer, auf dem das ruht. Wir haben drinnen wirklich ganz, ganz schmale Auflagen, auf denen das Cockpit thront. Das ist eine Verkleidung, die auch nochmal draußen drum gemacht wurde, ja, damit das alles aerodynamisch ist. Aber auch da hat man nochmal Gewicht rausgeschwitzt. Und ansonsten kann man sagen, dass Jan Frodeno eigentlich auf eine, ja, relativ moderate Übersetzung setzt. Da ist nichts Wildes dabei, keine Sonderkonstruktion, zwei Kettenblätter natürlich. Ja, das sieht man auch bei anderen Rennen. Das fährt er, die goldene Kette, darf er natürlich fahren als Olympiasieger, das steht ihm zu. Und bei der Scheibe, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass es sich da um Prototypen handelt. Denn Jan Frodeno fährt Reifen Tubeless und diese Scheibe, wenn er die dann Tubeless fahren werde, ist meiner Meinung nach ein Hookless Prototyp, also sprich ohne Haken, mit sehr wenig Luftdruck gefahren dann und dementsprechend auch mit fetten Reifen. Das macht schnell, das ist erprobt und das reduziert den Rollwiderstand und in dem Fall auch eine gute Wahl. Ja, denn oben auf dem Flachstück, da wird aeromäßig einiges abgehen. Und das war es dann jetzt auch schon fast. Während Leonhard Arnold hier, der letzte Deutsche im Bunde, sein Rad reinschiebt. Müssen wir jetzt hier auch gleich raus aus der Wechselzone. Wir haben jede Menge spannendes Material gesehen. Und gerade hier, was hier so steht, da sind wir sehr, sehr gespannt, wo das dann morgen landen wird. Und dementsprechend bereiten wir uns jetzt vor, legen uns früh schlafen, denn morgen früh geht's los. Und dann wissen wir, was hier beim Last Dance von Jan Frodeno passiert. Ob ein deutscher Weltmeister wird, ob es Jan Frodeno ist, ob es Patrick Lange ist, ob es ganz jemand anderes wird, das erfahren wir morgen. Und wir sind für diesen Moment raus.